Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Dragon Age Inquisition. Dann werden wir uns mal jetzt hier auf den Weg machen zu unseren Kollegen. Da unten ist mehr. Gucken wir uns doch mal an. Können wir da? Was waren das hier? Türme oder? Moment, da war doch was zum Looten. Schlangenstein und dahinter ist noch eine Wurzel. Ja, geh schon. Sieht auf jeden Fall richtig nett aus, wie hier so. Das wache Meer. Irgendwo hinter dem Wasser liegt Kirkwall. Es war eine lange Reise nach Haven. Angesichts der Gesellschaft bin ich überrascht, dass es mir nicht länger vorkam. Ich wollte doch nur sagen, dass es eigentlich richtig nett aussieht, wie das Wasser hier so an den ehemaligen Statuen wahrscheinlich sich so als Gischt aufbricht. Was ist das denn? Was denn das da? Komischer Baumstumpf, würde ich sagen. Sein, die Harding erwähnt hat. So. Warum kann ich die nicht anwählen? Jetzt ja. So, dann hauen wir mal drauf. Pesarians Schild. Hallo? Warum läuft Vervik da nach vorne? Warum ist Solas auch nach vorne gelaufen? War das so eine beschissene Position für die? So. Streitkolben, Streithammer. Na, hier ist nichts zu looten, okay. Jo, ist ein dicker, fetter Baumstamm. Noch mehr Loot für uns. Da unten ist die Wurzel. Noch mehr. Und noch mehr. So, jetzt aber lassen wir das alles mal. Wir hatten ja schöne Kynari, die haben wir ja nicht. Aber wir hatten schöne Amulette. Einmal Geschicklichkeit und einmal Stärke. So. Waffe war einhändig. Die ist auf jeden Fall nicht so gut. Jetzt aber nichts wie ab zu unserem Treffpunkt. Das hatten wir ja gelootet. Hier gab's nichts. So. Da hat sich Schlangenstein. Oh, da konnte ich durch. Nicht bis zum Ende durch. Eisenschlangenstein. Zwei Schlangenstein brauchen wir noch. Ich hoffe mal, die werde ich hier finden. Schießen wir den da mal in den Rücken. Dann explodiert der ganze Scheiß hier. Okay, die sind alle weg. Das war's. Yep, sag ich doch. Ihr habt mir nie gesagt, warum ihr mich nach Haven gebracht habt, Sucherin. Ich meine, was hätte ich der Göttlichen sagen sollen, was ich nicht auch euch hätte sagen können? Ich wollte ihr unbedingt euer Brusthaar zeigen. Wie bitte? Ich fand, sie sollte aus erster Hand erfahren, wie es war. Außerdem wusste ich, dass sie euch bitten würde, uns zu helfen. Der Inquisition helfen? Ich? Ein verrückter Gedanke, ich weiß. Und doch seid ihr hier. Ja, Vervik ist hier. Das finde ich auch ganz gut so. Da ist was zu lesen.
eine ganze Menge zu lesen sogar. So. Genug gelesen. Ein paar Kräuter einsammeln. Blutlotus. Okay. Wir hatten aber einen Helm. Elf, Zwerg oder Mensch. Okay. Verteidigung im Nahkampf. Das passt ganz gut zu Cassandra. Ja, schön. Oh, hier ist eine Menge. Das bringt mich aber wieder ganz weit weg von meinem eigentlichen Ziel. Was da oben irgendwo ist. Aber wir klettern jetzt hier den Berg hoch, holen uns das ganze Eisen. Zumindest versuchen wir es. Na, hallo, den da. Nicht den da oben. Ja. Kann ich den so? Ne, es war klar, war zu weit weg. Okay, versuchen wir unser Glück. Von oben runter? Irgendwo sagt er, wäre ja noch was. Ah, wahrscheinlich hat er noch die Eisenstücke an der Felswand. Ich glaube nicht, dass ich mich hier so schräg hochlaufen kann. Nee. Ach ja, dann gibt es kein Eisen für uns. Das müsste man von oben irgendwie versuchen. Na, komm, das ist nur ein kleiner Stein. Lass mich hoch. Oh, ernsthaft, diese kleinen Steine. Ich höre den Drachen. Ich höre ihn. Sehen nur noch nicht. So, wo wart ihr jetzt? Achso, ich bin da, ja. Und so, machen wir die Taktiksansicht. Wo ich nicht weiter kann, weil das ja immer noch. Ah, da ist etwas gut. Ah, verdammt. Weil die Taktikkarte sich auch nur da bewegen kann, wo sie Spieler bewegen können, was etwas dämlich ist. So, ich hoffe mal, das klappt. Klappt wunderbar. Oh, da kommt er ran. Und dann müsste ich da jetzt ja auch ans andere Eisen kommen. Wunderbar. Alles meins, alles meins. Aber jetzt geht zu unseren Soldatenkollegen, wenn ich denn hier diesen beschissenen Berg hochkomme. Oh ja, ich weiß, da ist ein Stein, hier sind Steine. Ah, da wird schon mir das Gebiet angezeigt, wo ich drin suchen muss. Oh, da wurde mir schon irgendwas als Ziel angezeigt, oder war das hier dieser. Nö, irgendwas wurde mir da oben als Ziel angezeigt. Mal schauen, kommt man hier hoch? Scheint zu klappen. Komm. Jetzt sehe ich auch schon die Gegner. So, erstmal den Jagdhund da. Den das gar nicht interessiert hat, den ersten Schuss. Oh, da kommt Härchen. Na. Macht Härchen platt. Aua, aua, aua. Oh, wir haben ja ein gutes Magieschild. So. Hattest du was zum Plündern dabei? Nö. Aber der Hund, da liegt doch was. Moment mal. Kämpft ihr da etwa? Ihr kämpft da, tatsächlich. Ich dachte, ihr wärt. Der Kampf wäre vorbei.
Ja, ja, mache ich doch schon. So, jetzt aber. Jetzt aber. Ruhe hier. Das müssen die vermissten Soldaten sein. Ermordet. Scheiße. Wir sollten dafür sorgen, dass ihre Familien benachrichtigt werden. Ja, wir werden sie informieren. Nee, der Stab ist nicht besser als unser. Schauen wir uns nochmal die... Wie es aussieht, lagern die Banditen irgendwo am Strand. Ja, dann kommen wir ja gleich wieder zurück zum Strand. Unsere Männer wurden von einer Gruppe ermordet, die sich Hessarians Klingen nennt. Wie es aussieht, gibt es einen Weg, ihren Anführer herauszufordern. Hessarians Klinge sollte für Barmherzigkeit stehen, nicht für wahlloses Mord. Ups. Ja, das sehen wir dann ja, für was er steht. Wir werden ihn herausfordern und dann selbstverständlich zur Strecke bringen. So, eine Truhe. So, ist ein Plan. Hier hätten wir noch eine Vase zum Plündern. Ja, lass mich durch. So, und? Das war's. Huh. Was gibt's denn da oben? Gibt's da vielleicht was? Ne, können wir einfach nur gucken. Ja, 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 kommt, lasst mich auch mal. Danke. Dankeschön. Ein paar Wurzeln noch. Und dann können wir uns jetzt auf den Weg machen. Hier gibt's uns nichts mehr, schade. Wir nehmen den direkten Weg zur Fortsetzung dieser Mission. Da ist Eisen. Zweimal Eisen erhalten. Ist doch schön. So, ich glaube, hier kommt man gut vorbei. Ich höre schon wieder den Drachen. Oh, verdammt. Hier geht's noch runter, aber... Ah, da unten in die Festung müssen wir. Gehe ich jetzt mal stark von aus. Ich nehme da jetzt einfach mal Kurs drauf. So. Nehmen wir uns mal die frontale Position. Oh, da liegt doch bestimmt noch was zum Plündern. Die haben mich noch nicht entdeckt. Ah, ja, nur die Wurzel ist nur hier so ein... Übungsschießplatz. Was ich aber fast vermute ist, wenn ich mir das Blut angucke, dass da irgendwelche Gefangenen dran festgeschnallt wurden. So, dann auf in den Kampf, Jungs. Macht sie fertig. Der hält schon gut was aus. Aber... Das war's. Die kommen nicht bis zu uns ran. Oh, noch eine Elfenwurzel. Und was wartet da drin so auf uns? Er tötet sie. Ah, von hinten kommt einer. Verpiss dich, du Scheißköter. Stop. Du hast Vergeltungsschlag drin. Da ich diese... machen wir uns verhalten. Ich nutze ja eh nicht diese Taktikansicht, weil die einfach, finde ich, ja nicht wirklich taugt. Da können wir das auch einfach mal aktivieren. Stellen wir auf 30. Ich glaube, 30 ist
realistischer. So, dann... Puh, hoffen wir mal, dass wir das Ganze überleben. Ich wollte aus der Taktik aus an sich wieder raus. So. Der Jagdhund müsste mal fertig. Ah, sind sogar zwei Jagdhunde. So, jetzt aber. Könntet ihr mal den einen Jagdhund hier fertig machen? Was macht der uns hier fertig? Ja, gut, dass wir ein Schild haben. Danke. Mann, 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 die halten schon was aus hier. Und, ja, ich glaube, das war jetzt der letzte. Also, der Typ ist noch der Jagdhund. Ja, Stufe 5 erreicht. Jetzt kriegt man auch seine Heilung hoch. So. Ja? Und nicht mal Loot dabei? Wollt ihr mich veräppeln? Ich kämpfe hier um mein Überleben. Und krieg nix. Ja, außer Einfluss als Kampfbelohnung. Und ein Macht. Ja, ein bisschen gab's ja. So. Was ist das hier für ein scheiß Lager? Nix zu looten? Ah, doch, ein bisschen was zu looten und was zu lesen. Amulett der Magie. Schauen wir doch mal, ob das Magieteil was taugt. Oh Mann, sind das Texte unglaublich, wie lang die sind. So. Dann kann Solas ja vielleicht das Amulett der Magie kriegen. Ah, da brauche ich gar nicht gucken, was das für Boni bringt, weil... sagt der Name ja eigentlich schon. Magie sollte Magier kriegen. Hier ist doch noch was zu... Ah, das da hinten. Warum hat er mir das nicht angezeigt, wo ich hier schon mal gepinkt habe? Plus Magie. Ah ne, plus Klugheit, ich wollte schon sagen. Ah, ich weiß aber nicht, ob das jetzt so pralle ist. Ja, zieh es trotzdem mal an. Wird schon passen. Waffen. Ja, ist ja das Identische. Davon möchte ich gern einen behalten. Der Stab war ja... egal. Da wollten wir von jeder Klasse einen behalten. Dolche, ja, falls wir einen finden, ja. Passo. Und jetzt dürfen wir, glaube ich, ja, da ist nur... Oh, da ist ein Okularum sogar. Reisen wir mal kurz zurück. Schauen uns die Splitter an durchs Okularum. Wo war denn das Okularum jetzt? Da. Also quasi hier runter. Es gibt nichts zu berichten. Oder? Ne, da hoch, da leuchtet schon. Und unsere Wegmarkierung leuchtet da auch. Na. Danke. Diese kleine Erhöhung, bitte. Ich setze mal alles am Strand, oder? Da ist eins. Mehr wird es aber kaum sein, denke ich mal, oder? Ja, das ist eins. Wisst ihr, was ich an euch mag, Grießkram? Euren grenzenlosen Optimismus.
Es ist wirklich beruhigend, dass ihr alle Eigenschaften, die mir fehlen, für mich erfindet, Varric. Nein, ehrlich. Warum sonst würde ein abtrünniger Elf einer Horde verrückter Kirchenspinner dabei helfen, ein Loch im Himmel zu schließen? Wenn ihr es so sagt, muss ich euch recht geben. Ja, die Kirchenspinner, aha. Mann, wo ist jetzt das Dritte? Ich seh's nicht, ich seh's nicht. Kann ja wohl nicht sein, dass hier kein Drittes zu finden ist. Ja, das ist das Zweite. Oder da drüben? Da! Oh, aber durch den Regen sieht man das ja eigentlich gar nicht fast. Nun gut, alles gesehen. Passt. Ich werde wieder nach Haven zurückreisen. Und dort werden wir uns dann wiedersehen. Also, bis denn. Ciao.